Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum mit Voucher, mit Böble. Schön, dass ihr da seid. Leute, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis die Pflanzen rauswachsen. Ich habe schon ein paar Mal Unkraut weggemacht, ich sehe aber nichts rauskeimen. Ich gehe hier immer ab mit Rechtsklick, ne? Guck, Wasser ist da, Wärme ist da, beziehungsweise Sonnenlicht. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, da habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich lasse es einfach mal so weiter vor uns hintreiben. Kümmere mich darum, dass kein Befall ist, keine Schädlinge da sind und dass eben kein Unkraut wächst. Teilweise wächst auch Unkraut an Stellen, wo ich gar nichts eingepflanzt habe. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Jetzt ganz kurz zu meinem Gemütszustand, was Scum angeht und der Bömpler angeht, damit ihr da Bescheid wisst, dann habt ihr so ein bisschen eine Grundlage, warum ich die Dinge hier tue, wie ich sie tue. Im Moment habe ich so gar keine Lust auf die Militärspots. Die Zombies spawnen links und rechts von dir, die Horden werden getriggert, die Mechs, das ist alles so ein Stressfaktor. Es heißt nicht, dass ich das nie mache, aber im Moment habe ich da echt keine Böcke drauf. Wir haben in den alten Staffeln unheimlich Spaß gehabt an den Spots, im Moment ist es mir halt nicht danach. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, warum es da nicht jetzt zack auf zack losgeht. Ich möchte als nächstes, es sitzt ganz oben bei mir, die Flugzeugaktion machen. So eine kleine Story in der Story, Bömble fährt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder was auch immer da hoch zum Flughafen, schnappt sich den Flieger, springt ab, holt sein Boot nach Hause. Ist einfach so eine groteske Vorstellung, teuren Flieger zu schrotten, um das alte Holzboot zu kriegen. Das ist so meine Welt, da bin ich momentan so drin. Aber jetzt habe ich gestern meinen Rucksack verloren, ich konnte ihn leider nicht wiederfinden. Jetzt habe ich mir überlegt, wir kaufen uns einen neuen Rucksack. Und zwar habe ich ja hier die Verkaufsmaterialien schon mal eingeschlichtet. Und das sieht aktuell so aus, die Sachen würde ich tatsächlich verchecken. Aber ich habe mir überlegt, wir können ja einmal rübergehen und ein bisschen da drüben uns erkundigen, wie es da weitergeht. Es ist nämlich nicht so, dass man nur rein muss in den Bunker, sondern, wenn ich es richtig weiß, gibt es hier drüben zum Beispiel so einen kleinen Turm. Und ich meine, hier war auch ein zweiter Turm. Ne, diesen Turm, ich nenne das immer Zwergenbunker, da gibt es ja auch Loot. Dass wir vielleicht mal heute rübergehen. Rechte Seite vom Zaun würde ich das Auto abstellen. Dann laufen wir mal rein und gucken mal, ob wir da drin ein bisschen alles ausspähen. Ihr seht ja diesen Mech hier, der da läuft. Der steht jetzt vor dem eigentlichen Bunkereingang. Im Bunker selber, glaube ich, ist es auch super stressig. Es gibt ja neue Zombies, die da drin dir die Hölle heiß machen. So, jetzt habe ich das beobachtet. Dieser Mech läuft auf diesem Stück Weg. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich von der rechten Seite überhaupt hinkomme. Dafür müssen wir mal näher ran. Ich würde sagen, das gehen wir heute mal an, ein bisschen oberhalb vom Bunker zu erkunden. Vielleicht mal checken, ob wir überhaupt reinkämen. Siehst du, der bleibt da oben stehen, dreht dann rum und kommt wieder runter. Das heißt, die Gefahr, von rechts reinzugehen, die ist immer irgendwie allgegenwärtig. Wenn ich links von diesem Zwergenbunker aus versuchen würde, reinzukommen, ne, den oberen habe ich noch gar nicht eingecheckt, der untere ist ja der so extrem böse ist. Pass mal auf, das ist so die grobe Idee. Wir würden schon mal reingucken, aber ich mache jetzt natürlich nicht den ganzen Bunker clear oder so. Da ist es mir momentan einfach viel zu stressig. So, wenn ich jetzt loslaufen würde, hinter dem Mech, dub, 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 ne, vom Zwergenbunker rüber, dub, dub, dub. In dem Moment müsste ich doch jetzt normalerweise den Weg hinter mich bringen, ans Türle kommen und rein. Dass wir mal die ersten Gänge vom Bunker machen und dieses Oberteil hier. Ne? Das wäre so die grobe Idee einfach, dass wir auch mal ein bisschen von den Sachen was sehen. Und danach würde ich die Fliegeraktion machen. Und ich habe noch eine Rechnung offen. Die liegt jetzt schon eine Weile zurück. Ihr wart dabei. Ich habe immer noch kein Motorrad gekriegt. Ich werde mir ein Motorrad kaufen und ich will auch auf die Motorradstrecke. Das ist so mein Scum halt, weißt du? So, das Fernglas lasse ich aber hier. Ich habe die Waffen repariert. Ja, ihr seht, ich habe die schon auf die Schnellwahlleiste. Ich habe die Waffen repariert. Ich habe den Schalldämpfer repariert, der in dieser Waffe drin ist. Der war fast runter. Ein bisschen Munition habe ich dabei. Und Knoblauch. Gegessen und getrunken hat er Bömble. Ich würde einfach sagen, wir machen mal einen Rucksack drüben voll. Wenn wir es überleben, das müssen wir mal gucken. Ich habe auf jeden Fall ein Backup gezogen, weil ich im Moment aufs Kind nicht die Zeit habe, ständig meine Sachen dann zu holen, wieder neu aufzubauen, weißt du? Waffenzubehör habe ich die drin gehabt hier, ne? Komm, wir probieren jetzt einfach mal unser Glück. Bömble, wir fahren aber rüber. Ich glaube, außerhalb vom Zaun triggert man die auch nicht. Das heißt, da können wir von dort aus nochmal die Situation neu einschätzen. Ich habe erst überlegt, ob ich mit dem Fahrrad drüber fahre, aber nachher packt es uns jetzt doch und wir machen mehr. Dann kann ich das Auto voll machen, weißt du, mit Loot. Und dann habe ich auch genug Geld, dann können wir uns die Sachen holen. Ich habe nochmal geschaut in der alten Folge. Wir hatten damals Sprit mit und Reparaturkit. Eins habe ich schon fürs Flugzeug, da gibt es ja eigene. Und ich hatte auch eine Batterie dabei und habe sie nicht gebraucht. Da gab es unterschiedliche Aussagen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich kann auch keine Frage in die Runde machen, weil ich die Vorproduktion so im Moment eingestellt habe, dass, wenn ihr antwortet, ich schon den Flieger wahrscheinlich
da rausgeholt habe oder die mich da getötet haben. Aber ich werde einfach meine Batterie mitnehmen. Sicher ist sicher. Und wir fahren natürlich nicht mit dem Auto, sonst muss ich irgendwann das Auto nachholen. Vielleicht kaufe ich mir auch ein billiges Fahrrad beim Händler. Also ich krieg's ja nicht ins Ding rein, ne? So, ich muss erst mal gucken. Also hier ist der reguläre Weg. Ich würde allerdings links unten am Flussufer einsteigen, weil wir müssen auf die andere Seite rüber, ne? Aber wir können ja jetzt erstmal kurz testen, ob dieses Aggro-Verhalten am Zaun wirklich nicht gegeben ist. Ne? Vielleicht kann ich ja gleich schon mal Backup einspielen. So, Böbler, steig erstmal aus. Ich muss gucken, ob ich das Auto gleich umsetze oder wie wir was machen. Waffen hast du dabei? Weil du weißt ja, dass hier deine Freunde die Schnellspawn-Zombies. So, jetzt bin ich außerhalb vom Zaun. Im Moment sehe ich den Mech da drüben laufen. Na gut, hier ist aber auch die Entfernung. Ne? Oh, hier ist übrigens auch so ein Bungerle. Vielleicht gehen wir da erstmal rein, Leute. Vielleicht gehen wir da erstmal rein. Ja, aber der ist ja jetzt aus dem Weg. Ich weiß nicht, wo der andere gerade ist. Der ist jetzt unten. Ich gehe nochmal raus. Ich lasse ihn lieber einmal mehr laufen. Der andere steht da oben rechts. Also wenn ich jetzt ganz schnell bin, kann ich da reinflutschen. Die Frage ist, wo meine Zombie-Kollegen sind. Siehst du, und das ist so die Situation. Es gibt Momente, wo ich das brauche und es gibt Momente, wo ich so gar keine Böcke habe. Und dann ist es schon vorprogrammiert, dass wir ständig unsere Sachen holen müssen. Ich kenne mich da. Deswegen habe ich euch das jetzt mal mitgeteilt, dass ihr da einfach auch Bescheid wisst. Es gibt natürlich den geilsten Loot an den Militärspots, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment brauche ich nichts. Ich kann angeln gehen, ich kann Pflanzen, Unkraut zupfen. Ja, weißt du, das ist so das Ziel, das ich da erreicht habe. Da bin ich jetzt so, der steht jetzt hier kurz und sobald der jetzt weiterläuft, probiere ich mal da reinzurennen. Ich nehme auch an, dass der ein oder andere Zombie jetzt dann gleich spawnt. So. Das Rauskommen wird wieder eine Nummer, ne? Schläge habe ich in der Hand. Wenn es eng wird, gehe ich auf die 3. Wir müssen nur gucken, ob es hier irgendwo Fenster. Ja, da gibt es Fenster. Also machen wir erstmal den sicheren Bereich. Hier, guck mal. Kampfstiefel. Zieh mal Kampfstiefel an, Diggerle. Nimm aber deine mit. Ja, aber Kampfstiefel ist jetzt nicht gerade das, was ich unbedingt brauche. Kohle können wir natürlich mitnehmen. Zombies höre ich noch keine. Bin ich aber jetzt auch nicht traurig drum. Ihr habt es ja gesehen die letzten paar Male, wie ich mich angestellt habe. Warte mal, fangen wir ja hier an, oder? Muni-Boxen, weil Muni haben wir auch nicht wirklich viel. Die Idee ist halt einfach, dass wir jetzt hier ein bisschen was rausholen, wenn wir dann zum Händler rübergehen. Dass wir einfach ein bisschen mehr verkaufen können, ne? Schachtel Backshot. Ja gut, die ist gut, aber ich habe jetzt keine Schrotflinte dabei, aber es ist trotzdem eine gute. Hier ist nichts. Hier, weißt du, das meine ich halt. Also du kriegst hier, die Qualität ist natürlich jetzt übel gerade, aber du kriegst hier auch schon ein paar coole Sachen. Und es ist nicht ganz so stressig. Aber wenn wir dann schon da sind, wenn man einen Weg viel Kummel da, die müsste ich allerdings reparieren, bevor ich sie vercheck, ne? Ich müsste mal auch ein bisschen was da lassen. Wenn wir jetzt gleich was finden würden, was bessere Qualität hat, tausche ich es einfach aus. Seid ihr da? Also muss ich jetzt sagen, die letzten Folgen, das kriegt ihr natürlich nicht mit, weil ich das nicht immer erzähle, habe ich schon so gedacht, ja, jetzt sollte man eigentlich mal Militärspot machen, wird es spannender und so. Aber ich kann halt die Dinge nur so machen, wie ich sie halt mache. Ne? Ich gehe hier mal. So sieht er mich doch nicht, oder? Die sind halt schon übel. Hast du ja gesehen, den einen Schuss letztens, ne? Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Da habe ich manchmal das Gefühl, es ist besser, du gehst in die Ego, dann siehst du besser, ne? Doch, hier ist eine Kiste, aber ob da jetzt gerade was drin ist? Muni, Beanie, Fisch. Dinge, die die Welt nicht braucht. Okay, dann haben wir schon den ersten. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder raus, um dann eine Idee zu kriegen, wie wir auf die andere Seite rüberkommen. Ich würde sagen, unten entlang.
Habe ich jetzt hier wirklich schon alles gemacht? Weißt du, wenn jetzt halt ein Zombie kommt oder wenn jetzt hier irgendwas reinspawnt, dann hast du das Kepler auf, ne? Ja, das hast du alles durchgesucht. Das heißt, hier sind wir schon durch, ne? Jetzt gucke ich mal oben, wer halt noch loot, ne? Der läuft gerade weg, ich probier's. Scheiße. Jetzt hat mich der hinten gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der den anderen aktiviert, hier hochzulaufen. Er läuft seinen Weg. Ich glaube, die sind nicht miteinander kollegial. Ja, aber das ist alles so kaputt, ne? Wenn ich das verkauft kriege, habe ich mal so 20 Kröten. Punkt ist halt, wenn jetzt ein Zombie kommt, wenn jetzt ein Zombie kommt, da stehen nochmal Stiefel da hinten, dann muss ich ja aufstehen, ne? Hier, das denke ich mal, können wir verkaufen. Ich probiere mal, ob ich da durchkrabbeln kann. Und wenn du dann aufstehst und der schießt dir das Köpfchen weg, dann hast du natürlich wieder ein Problem. So. Weißt du, wenn wir jetzt rausgehen hier und dann auf der, da unten sind überall Löcher im Zaun und dann gehen wir unten die Promenade entlang, halten uns hinter den Containern, bis wir drüben auf der anderen Seite sind. Oder wir fahren mit dem Auto rüber. Ich glaube, wir fahren mit dem Auto rüber. Spannender wäre es natürlich, wenn ich kurz rüberlaufe, ne? Da habe ich doch gar keinen Anreiz, gerade wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir fahren kurz rüber. Machen mal den zweiten Bungalow hier noch geschwind und dann probieren wir einmal reinzukommen, ne? So, das heißt, ich warte zumindest den Schwarzen ab. Ist der jetzt weg? Ja, ich glaube, jetzt ist ein guter Moment. Ich jump. Schau, sind wir hier wieder raus, ne? Gut. Jo, sehr gut. Jetzt probieren wir auf die andere Seite zu kommen. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Eher nicht, ne? Eher nicht. Also die müsste ich reparieren, dann bringt die auf jeden Fall Geld. Die Kampfstiefel werden uns bestimmt ein bisschen was bringen. Hier, meine behalte ich. Das Fernglas dürfte eventuell ein bisschen was bringen. Munition nehmen wir mit. Magazine räume ich bei uns daheim ein. Jo. Teil 1. Ich meine, diesen Spot können wir zum Beispiel ständig neu abfarmen, ne? wenn ich hier vor Ort bin. So, jetzt müssen wir nur gucken. Hier wäre dann der Haupteingang. Dass kein Zombie da war, wundert mich trotzdem ganz krass jetzt im Moment. Aber die sind bestimmt das, wenn man da unten dann probiert zuzugreifen. Das Auto ist halt einfach ein Knüllau. Naja, also wir hätten jetzt auch reinschleichen können, aber wie gesagt, ich fühle das ja. Übrigens musste ich so lachen. Ein paar von euch haben es in den Kommis erwähnt. Ich weiß halt nicht, ob das meinem Auto so gut tut, ne? Tot ist er. Ein paar von euch haben es in den Kombi erwähnt. Ich habe mir die Stelle nochmal angeguckt, als ich in die Polizei reingehüpft bin. Da gab es diesen einen Chuck Norris-Moment, wo der Bümple so in der Luft so einen Drehkick gemacht hat. Das war, muss ich so lachen. So, Leute. Da war auf jeden Fall Zombie 1, ne? Dann ist bestimmt auch das. Ich habe übrigens mal diese Tarnfleckjacke angezogen, weißt du, dass wir von unserer Tragerjacke mal wegkommen, aber wie du siehst, fällt da so mehr auf, wie wenn er getarnt ist. Ja, da unten ist ein Loch im Zaun. Das heißt, wenn ich mich jetzt von hier da drüben ist er. Boah, ist aber schon ein Stück Weg, ne? Ich glaube, ich bin auch zu weit gefahren. Habe ich die Sachen ausgeräumt? Ja, ich räume das mal kurz aus und dann schleiche ich mal davor näher ran an dieses Bungerle. Also ich würde es heute schon feiern, ganz persönlich, wenn wir reinkämen in den Bunker und leben wieder raus zum Beispiel, ne? So, das ist die leere Kiste.
was ich die ganze Zeit schon mal gucken wollte. Das haben wir bestimmt schon 10-mal geguckt, aber ich muss mir das jetzt einmal selber angucken. Ah, dann ist die auf 100%. Ich hasse diese schmutzige Muni, Leute. Das ist der Hammer. So, angeblich keine Aggro am Zaun. Ist klar, dass es jetzt regnet beim Blicker. Nee. Aber ist gut für unsere Pflanzen. Ich sehe es schon mal wieder einen Vorteil aus, selbst wenn es mal regnet. Problem ist, ich sehe halt jetzt hier noch weniger, wenn die irgendwo rumstehen. Da, ne? Den habe ich jetzt zufällig halt gerade gesehen. Keule habe ich in der Hand. Wenn wir Glück haben, war das der zweite. So. Ich warte jetzt mal. Erstmal will ich mal sehen, ob der mich jetzt hier schon entdeckt. Wenn er rumdreht, laufe ich bis zum Bungalow hin. Und dann gucken wir mal überhaupt, wenn wir da reinkommen wollen. Jetzt. Aber jetzt guck mal, jetzt hat er andere oben die Sicht auf uns. Ne, der dreht sich auch gerade weg. Wir können uns natürlich auch in Büschen verstecken. So. Wie willst du da reinkommen? Das geht gar nicht von hier aus, ne? Doch, wenn ich unten rumlaufe. Aber jetzt kann ich schon mal testen, wie cool die Idee ist, dem da hinterher zu laufen. Wobei ich ganz ehrlich bin, jetzt hätte ich schon eher Bock, in den Ding kurz reinzugehen, ne? Guck mal, jetzt steht er hier und dann kommen dann noch mal ein paar Meter vor. Wenn jetzt halt die Zombies hinter mir spawnen, das ist immer so eine Action dann. Bis hierher kommt er. Wir machen einfach einmal kurz einen Probelauf. Jetzt läuft er weg. Ich weiß nicht, ob er hinten Sensoren hat. Wenn ich jetzt ihm hinterhergelaufen wäre, aber ich weiß nicht, ob der mich seitlich dann sieht, ne? Was halt möglich wäre, eine schnelle Raus-Rein-Aktion, Leute. Ich probiere es. Ich probiere es. Bömble, du musst kurz deinen alten Alter Ego rausholen, als sie noch gesagt haben, du bist der Risiko-Fisiko-Mann. Ich hoffe natürlich, dass die Tür auf ist, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie wir besser da reinkommen wollen. So, Leute. Er dreht rum, ich lauf. Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit, mich zu verstecken? Wenn er mich jetzt sieht, habe ich ein Problem, ne? Wow, Alterle. Scheiße, man kriegt die Tür nicht gleich wieder zu. Und ich weiß halt auch nicht, was hier. Da steht schon der Erste. Zack, habe ich schon die erste Watch. Machen wir vorne besser zu. Ich glaube, es rauskommen wird übler. Es gibt ja noch einen zweiten Ausgang, aber ich glaube, da steht dann halt auch der andere, ne? So, Leute, wir sind im Bunk. Soll ich gleich das Maschinengewehr rausholen? Hier ist der nächste. Aber auch sein, dass ich sie hier fest installiert einfach, ne? 38er Muni. Okay, das ist nur ein Ding. Mich würde jetzt viel mehr interessieren, ob ich hier lebend rauskomme. Ich nehme alles mit, dass wir mal überhaupt was haben. Ah, die kann man auch durchsuchen hier. Carbon Hunter Magazine. So, Leute, soll man noch eine Tür aufmachen? Die Zombies durchsuche ich nicht.
Ich bin so angespannt gerade. Hopfst du so, weil der Mech den Boden so erschüttert? Holster gibt nochmal Geld. Gute Qualität. Was mich gerade am meisten anspannt, ist A, dass ich nicht weiß, was jetzt hier alles passieren kann. Und B, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie ich wieder rauskomme, ne? Vielleicht einfach auch rennen? Wieder hinter dem Bunker und dann kurz abwarten? Und hier ist halt der geile Loot auch viel tiefer drin, ne? Das heißt, hier oben, wenn man nicht die geilen Sachen findet. Die Ego-Perspektive ist halt einfach nicht so meins, wo es ja gescheiter wäre, ne? Da, das meine ich halt, ne? Was mir gerade einfällt, ich bin mal wieder ohne Ding los. Da links ist aber vielleicht, ne? Ja, ist klar. Reicht's uns. Das meine ich halt, ich bin mit dem Kopf da nicht so bei der Sache, wie man das müsste. Gerade was die Vorbereitungen angeht. Ne? Dachte, dass wir hier vielleicht schon Glück haben. Ja, aber hier diesen Bereich zu looten, ist nicht so witzig. Ne? Was ist denn das? Pömble. Gönn dir. Die anderen Sachen sind cooler. Das sind nur Büro. Hier die alten Tonbandgeräte. Und hier waren eher so Dinger drin, ne? Papierbücher. Da. Aber spannend sind sie gemacht, die Bunker, gell? Da gibt's nichts. Büro. Wo ist er? Klingt, als wäre er oben, ne? Ich ist auf dem Klo. Ja. Ist doch ein. Ich höre es ja, wenn er klopft, ne? Hier, guck mal. Ich habe übrigens auch versucht, die Feldflasche zu reparieren, die ich habe. Falls einer von euch weiß, wie das geht, sagt mal bitte Bescheid. Die ist so schmutzig. Gerade freue ich mich, dass wir eine neue gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, wie man die repariert. Ich habe alles Mögliche probiert. Wo ist denn der andere Zombie jetzt? Mir ist das zu laut. Hier nicht. Die sind so spannend, die Bunker. Hier ist zu, ne? Sitzt doch keiner am Eck. Der ist bestimmt oben. Gut, die nehme ich mit wegen Verkaufen. Ach, scheiße, Leute. Ich habe die Dinge dabei, Schraubendreherzeug. Ja, dann bringt es nichts. Aber jetzt habe ich zumindest ein Gefühl dafür.
weiß ich ungefähr, was erwartet mich, wenn ich hier nochmal rein will. Dann machen wir das irgendwann nochmal vielleicht. Aber ich habe auch gehört, dass es einen neuen Zombie geben soll. Ich hätte ihn schon gern gesehen. Oder er mich. Ja, ich bin ohne Schraubendreher los, ne? Das meine ich halt. Das wird er nicht sein, oder? Gleich mal besser hier. Ja, aber gut, wer fehlt. Ist es nicht das Ding, was ich mir kaufen wollte für die Schrotze? Oder habe ich es gekauft damals? Ja, aber ein paar Sachen zum Verkaufen sind schon mal drin für uns. Ich glaube, wenn man schleicht, geht es alles einigermaßen, oder? Ich weiß nur nicht, mit diesen reinspawnenden Zombies, wie übel das werden kann. Guck mal, wie viele Pfeile. Ja, aber der ist aber auch gepanzert wie Sau, ne? Boah, bin ich gerade erschrocken über meine eigene Keule. Ja, also ich gebe zu, die Dinger sind natürlich spannend. Bunker, Militär... Spots und so, aber du musst auch einen gewissen Bock drauf haben. Ah, schön. M1 Rifle. Die bringt auf jeden Fall, so wie die dran steht, Geld. Ich räume das mal kurz raus. Ich nicht. Den nehme ich mit. Ich glaube, der bringt auch Gnade. Also du bist halt durch diese Mechanik, dass die jederzeit reinspawnen können, bin ich persönlich hier halt, was ich habe, bei jedem Mal, wenn ich irgendwo reinschaue, voll im Hintergrund, kommt da jetzt gleich links jemand, kommt rechts jemand. Das Messer würde ich noch mitnehmen. Aber guck mal, wir haben einmal die Taschen auch voll gekriegt, ne? So, jetzt pass auf, ich muss mich kurz orientieren. Hier muss ich raus, ne? Ich mach mal hier nur einen auf. Ich weiß halt nicht. Wann der neue käme. Das ist dann der Nachteil, wenn du mal hier drin bist, du willst dann immer raus und dann ist die Gier, ne? Und das kennt man ja. Die Gier kann dir alles Mögliche kaputt machen. Hier sehe ich jetzt im Moment keinen. Naja, aber ich nehme an, dass wir früher oder später nochmal einen Bunker machen. Wie gesagt, das ist der letzte Spielstand vorm Release für mich. Ich werde keinen neuen Spielstand mehr anfangen. Bedeutet, wir werden immer auch schon die Base haben, wenn ich Bömpelrunden mache und sowas. Ja gut, die Magazine von Waffen, die ich zum Beispiel nicht benutze, die kann ich ja verkaufen. Also es lohnt sich schon, selbst wenn man so wie ich jetzt, ohne Vorbereitung reingeht, ne? Natürlich ist die Gefahr, dass sie mich jetzt wegballern, da vorne schon da. So, jetzt pass auf. Was? Nochmal eine Feldflasche. Hier, ne? Die ganzen kann ich jetzt leider nicht aufmachen. Ich habe gehofft, ich finde nochmal einen Schraubendreher geschwind irgendwo. Gott. Nochmal eine Nachtsichtbrille. Ich glaube, die hat auch Geld gebracht, aber jetzt
Habe ich nur noch die Möglichkeit. Immerhin, die war doch gut. Wie ich halt angespannt bin, leck mich im Arsch. Das wären jetzt auch übrigens, glaube ich, diese Seitenräume. Das habt ihr mir in der alten Staffel mal erklärt. Hier in diesen Schränken sind halt richtig gute Sachen normal drin. Ne? Geigerzähler, den brauchst du, wenn du mal irgendwann... Wenn du mal irgendwann die Geschichte oben machst, ne? Wie groß ist denn ein Geigerzähler? 1,5 Kilo. Ich kann jetzt gleich mal gucken. Lass mal essen. Gut. Haben wir wenigstens mal ein bisschen Anspannung gehabt. Aber irgendwo rennt hier ein neuer Zombie rum, der, glaube ich, mehr als zwei Pfeile schluckt. Auf der einen Seite würde ich ihn gerne vermeiden, dass ich lebendig hier rauskomme. Auf der anderen Seite hätte ich tierisch Bock, den einmal zu sehen. Aber jetzt, glaube ich, ist die größte Herausforderung noch, das Zeug heimzubringen. Wieso sieht denn die so viel schöner aus wie meine? Ist das die, die ich auch habe? Mama legt das mal runter. Dann hast du hier oben noch einen Platz. Hier kriege ich nichts mehr schöner zusammen, ne? Gut, ich lasse den Holster da. Und hoffe, der passt hier rein. Ah ja. Was ist mit der Waffe? Warum ist die so... Oh, jetzt darf ich nicht vergessen. Ich habe meine Schusswaffe in der Hand, ne? Leute. MP5K. MP5K. Die sieht irgendwie hübscher aus. Ist das vielleicht eine andere Legierung oder so? Pass mal auf, das lasse ich auch hier. Habe ich zu viel schon daheim von dem Zeug? Ich würde die gerne mitnehmen. So. Ah, jetzt. Es war nur Symbol. Gut, jetzt probieren wir mal rauszukommen lebendig. Scheiße, warte. Ist das meine gewesen, die ich jetzt da... Leute, wo ist denn... War das jetzt... Hier ist meine Schusswaffe. Habe ich jetzt meine eigene Waffe entdeckt und habe die... Ja, das werde ich gleich sehen, warte mal. Hey, dann ist das gar... Ja, so ist er halt. So ist er halt. Ich dachte gerade, ich habe was Cooles Neues entdeckt. Okay, okay. Alles klar. Scheiß Nebel. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Kann ja sein, dass hier nochmal respawned sind. Schalldämpfer habe ich ja repariert, ne? Besten immer die Türen zumachen, oder? Wie schön, dass er die grün angestrichen hat. Ich bin so happy. Nächstes Mal Türen wieder zumachen. Aber mich wundert, dass ich noch keine Horde getriggert habe. Der ist draußen, gell, den ich da höre. Oh.
Wie machen wir es denn? Ich renne um den Bunker rum, sobald er das nächste Mal da vorne weggeht, ne? Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich hier stehe, sieht er mich dann, ja. Das heißt, ich muss mich hier verstecken. Und da es eine Run-Aktion wird, ich nehme an, der sieht mich hier nicht, oder? Ich gehe lieber in die Hocke. Wenn er das nächste Mal da vorne steht und wegläuft, gehe ich vor. Und dann laufe ich rechts um den Bunker rum und hoffe, dass ich da rauskomme. Sobald er außer Sicht ist, weil wenn ich mich jetzt hier zeige, wird er mich sehen. So. Schon das ist zu gefährlich. Ist das Gas? Das ist Gas, Leute. Die Sau. Boah, aber ich bin raus. Oh, Alter, das wusste ich nicht, dass die auch mit Gas. Ich will nur ins Auto, auf meine Brücke und gutes. Leute, das ist ja ein Übler. Sollte ich mir eine Gasmaske mitnehmen das nächste Mal? Bambi, ich bin so stolz auf dich. Obwohl wir nicht in der Stimmung sind für sowas, hast du das richtig gut gemacht. Dann bin ich jetzt aber fast happy, dass er Gas geschossen hat. Überleg mal, der hätte gezielt wieder auf mich draufgeschossen, hätte er mich bestimmt erwischt. Boah, Alterle. Okay, wieder was gelernt. Mr. Gas. Siehst du? Ist das hier für dich außerhalb vom Zaun, Digga? Boah, Alter, ich schwöre. Also, Leute, wir gehen morgen zum Händler rüber. Verkaufen. Verkaufen das Zeug. Wir besorgen uns alles, was wir noch brauchen. Also, ich würde ein Reparaturkit für den Flieger, das war ein, zwei Schuss aushalten, weißt du? Weil die Flieger sind ja meistens nicht repariert. Und Spritkanister müssen wir mitnehmen, den Fallschirm müssen wir mitnehmen. Schon das weiß ich gar nicht, ob wir damit einmal reinlaufen hinkommen. Weil wir haben ja nicht so viel Platz, ne? Ich glaube, allein der Fallschirm nimmt schon super viel Platz weg. Wenn nicht, muss ich den Flieger herrichten, rauslaufen, Reste holen, weißt du, sowas. Das heißt, morgen wäre das Ziel, bis zum Flughafen hochzukommen. Händler, alles holen, was wir brauchen, Richtung Flughafen. Vielleicht können wir unterwegs ja noch mal im Auto ein bisschen was einsacken. Schauen wir mal. Junge, bin ich froh, dass ich da jetzt weg bin. Das ist so anspannend, durch die Bank weg, weil du weißt halt nichts, ne? Und wenn du die Routine nicht hast, ist es noch schlimmer. Ich bin halt eher der Angler, Leute. Aber hey, hat er gut hingekriegt. Ein bisschen traurig bin ich, dass ich die Dietriche, dass ich so weit habe ich gar nicht gedacht, so angespannt war ich. Aber nächstes Mal, wenn wir uns das hier geben sollten, und ich hätte schon gern gewusst, was in den Kisten drin ist, ne? So, ich nehme an, wenn wir zurück sind von unserem Flugzeugausflug, sieht man hier auch ein bisschen ein Ergebnis an der Plantage. Boah, Alter. Das stresst mich. Sicher, in den Hangar reinzugehen, mit den Zombies, wie sie spawnen und so, Flugzeug zu richten, da abzuhauen, ist auch irgendwo derselbe Stress, ähnlicher Stress, aber das ist dann halt wieder so eine Story in der Story-Geschichte für mich. Das mache ich dann aus einem anderen Ding raus. Leute, ich glaube, ein paar Sachen haben wir gefunden, die was taugen. Hier, das ist ziemlich hübsch. Das andere überlege ich mir, ob ich es repariere. Oder ob ich mir die Reparatursachen nicht aufhebe für meinen Scheiß, weißt du? Mal den Geigerzähler in die Hand. Not? Bömbe. Ach, Bömbe, was mache ich mit dir? So, der kommt auf jeden Fall, ich würde sagen, den machen wir mal in den Waffenschrank. Der Waffenschrank ist ja auch so ein bisschen der MacGyver-Tools-Schrank, weißt du? Oder Zubehör ist eher bei Zubehör. Und Bömbi, wieso bist du in der Ego? Ich will dich sehen, mein Freund. Also, für uns, weil irgendwann wird ja der Spot bestimmt kommen,
für uns der Geigerzähler bleibt. Fernglas habe ich mir jetzt tatsächlich, ab und zu habe ich es ja jetzt doch schon rausgeholt, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir mal kurz an die Verkaufskiste. Oder vielleicht verkaufe ich die Waffe unrepariert. Ich will diese Reparaturkiste jetzt auch nicht raushauen. Die brauche ich für die Base und die anderen und so weiter für die Waffe. Hast du jetzt deine andere Kiste drüben gelassen? Ja, ich habe die andere Kiste drüben gelassen. Muss ich nochmal rüber geschwind, Leute. Wann habe ich denn die ausgeräumt? Die leere Kiste. Steht sie hier noch irgendwo? Habe ich die vielleicht beim Wegfahren nicht wieder eingeräumt? Weil Kisten, die spawnen ja nicht, ne? Nee, habe ich rausgezogen, habe sie nicht wieder an. Naja, wie immer halt. Ja. Das brauche ich doch nicht viel erklären, was das mit mir macht, solche Spots, oder? So, das können wir auch verchecken. Den Rahmen haben wir mehrfach, den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das Messer behalte ich, Muni behalte ich, die Feldflaschen behalte ich. Das lassen wir mal. Visier für den Kompon, das mal auf. Ich kaufen wir uns. Das könnte man doch eigentlich machen, oder? Ich glaube, das machen wir. Ich kaufe mir diesen guten Bogen, von dem ihr erzählt habt, ne? Beim Händler drüben. Ein bisschen Knete kriegen wir jetzt schon raus. Ja, dann verräume ich jetzt noch gemütlich und dann hole ich euch morgen rein und dann starten wir mal die Aktion. Ich nehme an, dass wir morgen alles vorbereiten und entsprechend übermorgen die Fliegeraktion läuft. Sowas in dem Dreh. So, Leute. Naja, aber es war trotzdem okay. Hat Spaß gemacht. Ich verräume jetzt alles ganz gemütlich und bereite soweit die Folge vor für morgen und dann geht's weiter. Holen wir uns den Bogen. Ja, bis dann.